In vielen Ländern Europas, wie hier in Belgien, rufen die Gewerkschaften zum Streik gegen die Austerität auf. Gibt es einen Ausweg aus dieser Krise? Jahrelang galt Austerität als die Lösung schlechthin. Aber ob diese tatsächlich positive Ergebnisse brachte, bleibt fraglich. Genauso fraglich sind die groß angekündigten Milliardeninvestitionen. Wir haben Zuschauerfragen dem deutschen Abgeordneten Michael Theurer weitergeleitet und gefragt, wie er die Lage einschätzt. Die erste Frage haben wir vom Business Europe. Und damit fangen wir erst mal an. At Business Europe, we recognize that some member states may take a little more time when undertaking fiscal consolidation and at the same time undertaking wide-ranging structural reforms. But our own reform barometer analysis has shown that in many member states, the implementation of structural reforms is very poor. Thus, my question to you is, what role can the European Parliament play in improving the implementation of the European Semester? Also, welche Rolle kann das Parlament da tatsächlich spielen? Das Parlament hat nur indirekten Einfluss, nämlich auf die Kommission. Was uns sehr stark beschäftigt ist, wie kann vermieden werden, dass der Euro nochmal in so eine schwierige Lage reinkommt, dass also einzelne Mitgliedstaaten durch eine expansive Fiskalpolitik zulasten der anderen die Stabilität der Währung unterlaufen. Und genau deshalb hat man ja das europäische Semester eingeführt. Viele möchten aber, dass Sie da ein bisschen genauer hinschauen. Beispiel Frankreich, Beispiel Belgien, wo es dann doch heißt, ja, Defizite sind dann noch nicht so toll wie angegeben, aber es geht dann trotzdem durch. Wieso machen sie eigentlich nichts? Wenn jetzt einige fordern, dass man die Wirtschaftskrise mit neuen Schulden bekämpft, fragen wir uns jedenfalls, wir Liberale, wie will man eigentlich zu hohe Schulden mit noch höheren Schulden bekämpfen? Wir sind der Meinung, dass man an die Ursachen der Krise herangehen muss und das ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und das zu geringe Wachstum. Also das heißt, wir glauben, Europa kommt nur dann wieder nach vorne und zu Arbeitsplätzen, wenn wir innovativer sind, wenn wir mehr Technologie haben und wenn es auch wieder Existenzgründungen gibt. Also, wenn die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen besser werden. Viele haben aber wirklich Angst um ihre Existenzgründung. Beispiel Belgien. Dort haben die Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. Wir waren dabei, auch jetzt am Montag. Oui, j'aimerais savoir comment on peut faire du social, comment on peut s'occuper vraiment du bien-être des gens et des plus pauvres, alors que nous avons une majorité en Europe de gouvernement de droite. Pourquoi est-ce que vous ne vous attaquez pas au dumping social? Aujourd'hui, les salaires se font une concurrence par le bas. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que chacun ait un meilleur salaire? Das soziale Europa wurde vergessen. Das kommt hier raus. Was machen Sie eigentlich für diese Leute, die jetzt auf der Straße sind? Das ist jetzt nicht nur in Belgien, in Frankreich genauso. Und in Deutschland fängt es auch bald an. Also ganz klar ist, es kann nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet wird. Das heißt, wir brauchen wettbewerbsfähige Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen, die dann auch über hohe Einkommen Steuern und Abgaben bezahlen können, um die Sozialleistungen zu finanzieren. Das heißt, die Politik in Frankreich mit dauernden Steuererhöhungen hat Unternehmen in die Knie gezwungen, hat Unternehmen dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Wir gehen jetzt nach Toulouse. Da geht es eigentlich um die Lösungen, die vorgeschlagen werden. Ein Professor hat hier diese Frage aus der Business School in Toulouse. On sait que les investissements en infrastructure sont actuellement négligés par des États européens faisant face à des niveaux de dette et de déficit public élevés. Faibles dépenses également dans des secteurs jugés peu rentables à court terme, comme l'éducation, la recherche ou les énergies renouvelables. Dans ces domaines, l'Union européenne pourrait jouer un rôle majeur en cette période de récession. Mais avec quel financement ? Pensez-vous qu'il faille aller vers une augmentation des recettes fiscales européennes ? Ou bien un grand emprunt peut-il être le moyen de financer une initiative concertée d'investissement dans les secteurs à fort rendement social ? Kredite aufnehmen, zum Beispiel, wäre eine Lösung. Sprich, investiert Europa eigentlich falsch derzeit, um aus dieser Krise zu kommen? Also zentral ist, dass wenn man sich anschaut, wie viel Geld weltweit vorhanden ist, dann gibt es private Kapitalgeber, die Geld haben, aber sie investieren es nicht in Europa. Warum? Die Märkte sind gesättigt, wir sind technologisch nicht vorne, die Bevölkerung geht zurück. Das heißt, die Wachstumsaussichten Europas sind gering. Und jetzt zu glauben, man könne das bei einer zurückgehenden Bevölkerung über Staatsschulden zu finanzieren, das ist hochgradig gefährlich. Was mir fehlt, sind Investitionsprogramme und Innovationsprogramme.
Programme. Das heißt zum Beispiel Galileo, dieses Satellitensystem. Das heißt zum Beispiel die Kooperation, wie wir sie in Airbus haben, ein erfolgreiches europäisches Unternehmen, das weltweit wettbewerbsfähig ist, stärken. Da kommen wir natürlich wieder zum einen Punkt. Jean-Claude Juncker schlägt da 315 Milliarden vor, 300 Milliarden will er finden, 21 Milliarden hat er im Geldbeutel derzeit, mehr nicht. Soll da eigentlich die Europäische Investitionsbank alles finanzieren und alles vorschlagen, was da gemacht wird? Also ich bin froh, dass Jean-Claude Juncker ein Programm auflegt, wo Infrastrukturinvestitionen, wo Technologieinnovationen finanziert werden können. Es soll über staatliche Garantien einerseits, aber vor allen Dingen durch die Mobilisierung privaten Kapitals finanziert werden. Das ist auch richtig, weil dieses Kapital sonst woanders abwandert, etwa nach Asien. Die Frage ist, reicht das Ganze aus? Und hier merken wir, die Europäische Union ist kein Zentralstaat. Sie kann den Mitgliedstaaten helfen, aber der entscheidende Impuls, der muss aus den Staaten selber kommen. Und da wird mir in der aktuellen Diskussion zu wenig drüber gesprochen. Kann man zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger in den Reformländern entlasten durch Bürokratieabbau, durch weniger komplizierte Regeln, indem man ihnen mehr Freiräume gibt. Ich glaube, dadurch kann man auch sehr viel Kosten sparen und das ist der richtige Weg. Ich danke für das Gespräch. Dankeschön.